Liebe Zuschauer, willkommen. Selten nur hat ein Begriff die Zeiten überdauert, so wie der. Die sieben Weltwunder der griechischen Antike. Nur das Wort ist heute noch geläufig. Sieben Superbauten, ja, das weiß man. Aber sie im Einzelnen benennen, das gelingt kaum einem. Übrig ist nur eines dieser Wunder, festgemauert in der Erde, alles überdauernd, na, die Pyramiden. Alle anderen haben uns gerade mal ein paar verwehte Spuren hinterlassen. In der Erde, in der See, in alten Schriften. Klarer Fall für unsere Detektive der Geschichte. Auf zur Suche nach den sieben Weltwundern. Der griechische Dichter Antipatros kommt als erster auf die Idee mit den Wundern. Er will die berühmtesten Bauwerke der damals bekannten Welt bestimmen. Es ist eine Art architektonisches Ranking von Meisterwerken der Baukunst, die die Gesetze der Natur außer Kraft zu setzen scheinen. Doch warum sind es ausgerechnet sieben? Für die alten Griechen hat die Zahl sieben eine magische Bedeutung. Sie ist dem Gott Apollon geweiht und gilt als Symbol für den Rhythmus des Lebens. Nur eins der sieben Wunder auf der Liste des Antipatros gibt es noch. Die anderen sind zerstört. Durch Naturgewalt oder von Menschenhand. Unsere Spurensuche führt uns in vier Länder: Griechenland, die Türkei, Ägypten und den heutigen Irak. Oh, wow! Uralten Menschheitstraum: die hängenden Gärten von Babylon. Aus Wüste Leben schaffen. Über die hängenden Gärten von Babylon wissen wir von allen Weltwundern am wenigsten. Gibt es überhaupt archäologische Beweise für ihre Existenz? Was verbirgt sich hinter dem Wort hängend? Und wenn sie wirklich über der Stadt hingen, wie hat man sie dann gewässert? Babylon ist eine der größten Metropolen der alten Welt. Die Ruinen liegen 90 Kilometer südlich von Bagdad. Seit 1811 graben hier Archäologen. Sie fanden die Überreste einer sehr großen und sehr reichen Stadt. Nur keine hängenden Gärten. Ein Großteil der Funde stammt aus der Zeit Nebukadnezars II. Der bauwütige König wird auch im Alten Testament erwähnt und ist dafür bekannt, all seine Ruhmestaten für die Nachwelt in Keilschrift dokumentieren zu lassen. Über die hängenden Gärten allerdings findet sich auch hier kein Wort. Suchen wir nur ein Phantom, eine Legende? Schriftliche Spuren finden sich erst Jahrhunderte später. Beim Dichter Antipatros, dem Erfinder des Begriffs der sieben Weltwunder, und beim Chronisten Strabon. Nebukadnezar heiratete eine Prinzessin aus dem gebirgigen Osten seines Reichs, die dann Heimweh bekam und die Aussicht auf das flache Land rund um Babylon schrecklich fand. Der König hat dann diese Gärten errichten lassen, um sie glücklich zu machen. Klingt wie ein Märchen, aber Nebukadnezar hat ja vieles bauen lassen. Warum nicht auch einen Garten für seine Frau, der an die Hänge des Gebirges erinnert? Wer damals mit dem Boot auf dem Euphrat nach Babylon kam, den müssen solche Gärten, zu denen man aufschauen konnte, schwer beeindruckt haben. Für die Zeitgenossen war das ein Wunder. Und ich glaube, dass Nebukadnezar wirklich so etwas gebaut hat. Wir suchen weiter in Berlin. Auf der Museumsinsel im Pergamon-Museum wird die weltweit größte Sammlung babylonischer Altertümer aufbewahrt. Die Ausmaße und die künstlerische Qualität der mehr als 2500 Jahre alten Bauten überraschen hier Besucher aus der ganzen Welt. Das Ishtar-Tor. Einst Teil der mächtigen Stadtmauern Babylons,
errichtet aus Abertausenden von Lehmziegeln. Das war also eines der großen Tore von Babylon? Ja, eines der Haupttore. Im alten Babylon hieß es das Tor der Himmelsgöttin Ishtar, die ihre Feinde überwindet. Es stand im Norden der Stadt und hinter den Torflügeln aus Zedernholz öffnete sich eine Prachtstraße, die direkt ins Zentrum von Babylon führte, vorbei an den großen Palästen und Tempeln. Bei einigen antiken Autoren stehen nicht nur die hängenden Gärten, sondern auch die Mauern von Babylon auf der Liste der 7 Weltwunder. Neben ihrer militärischen Bedeutung sollten sie von der Pracht und dem Reichtum der Metropole künden. Ihre Bauweise verrät eine Technik, die auch bei den Gärten zum Einsatz gekommen sein muss. Lehmziegel wie die im Berliner Museum sind eigentlich denkbar ungeeignet für Gärten, weil sie sich bei der Berührung mit Wasser einfach auflösen. Doch die erhaltenen Ziegel weisen neben königlichen Inschriften noch eine weitere Besonderheit auf. Das Interessante ist diese pechartige Schicht an den Rändern. Das ist Bitumen. Sieht aus wie Teer oder so. Genau das ist es. Natürliches Erdpech, das sich beim Trocknen verfestigt. Das ist der Zement der Babylonier, der all die Ziegel zusammenhielt. Die erforderliche Bautechnik für hängende Gärten wäre damit vorhanden. Wie aber konnten höher gelegene Pflanzungen bewässert werden, vor 2500 Jahren? Die Antwort darauf könnte ein System einfacher Ziehbrunnen sein, sogenannter Schadufs, die mit Muskelkraft betrieben werden. Manche Forscher halten auch die Verwendung von sogenannten archimedischen Schrauben für möglich. Doch von allen 7 Weltwundern bleiben die hängenden Gärten der archäologisch schwierigste Fall. Die wenigen schriftlichen Quellen legen nahe, dass sie etwa so aussahen wie in dieser Rekonstruktion. Die hängenden Gärten von Babylon. Ein prachtvoll blühendes Geschenk des Königs Nebukadnezar, um seine traurige Prinzessin aus den Bergen wieder glücklich zu machen. Das nächste der 7 Weltwunder. Errichtet von zehntausenden Arbeitern inmitten der ägyptischen Wüste. Für den Pharao Cheops. Die große Pyramide von Gizeh. Heute liegt sie nur wenige Kilometer vom Stadtrand der Millionenmetropole Kairo entfernt. Wir wollen herausfinden, wie und warum die riesige Pyramide und ihre Schwestern erbaut worden sind. Und das in einer Zeit, die noch einmal 2 Jahrtausende vor dem Bau der hängenden Gärten von Babylon liegt. Die große Pyramide von Gizeh ist das einzig noch erhaltene der 7 antiken Weltwunder. Ihre Errichtung ist noch immer geheimnisvoll. Wir wollen zeigen, wie die Baumeister von damals wirklich gearbeitet haben, um dieses wundervolle Monument zu schaffen. Wir treffen Dennis Stocks, einen Archäologen aus Manchester, der sich auf die Bautechnik des alten Ägyptens spezialisiert hat. Bis zum Bau des Eiffelturms war die Cheops-Pyramide das höchste Gebäude der Menschheit. Mehr als 4 Jahrtausende lang. Unter ihrer Spitze in 140 Metern Höhe sind 2,5 Millionen Tonnen schwere Steinblöcke aufeinander geschichtet. Bei einer Bauzeit von 20 Jahren muss alle 2 Minuten ein neuer Block in Position gebracht worden sein. Jede Pyramidenseite misst an der Basis 230 Meter und ist exakt in eine Himmelsrichtung ausgerichtet. Wie haben Sie damals Nord bestimmt? Mit diesen beiden Werkzeugen hier. Wir haben Zeichnungen davon in Gräbern gefunden.
und konnten sie nachbauen. Mit diesen einfachen Instrumenten und einer Mauer als künstlichem Horizont bestimmten die Architekten den Auf- und Untergang von Sternen rund um den Polarstern. Genau in der Mitte des so ermittelten Winkels liegt Norden. Die Steinbrüche für die Pyramide liegen ganz in der Nähe des Bauplatzes. Jeder einzelne der 2,5 Millionen Blöcke muss von Hand aus dem Gestein geschlagen und bearbeitet werden. Die Technik demonstriert uns ein Arbeiter aus Gizeh. Zuerst schlägt er mit einer Hacke ein Loch in die Mitte des Steins. Dann wird der Block mit einem Keil gespalten. Anschließend muss jede Seite sorgfältig behauen werden, bis sie eben und gleichmäßig ist. Nur so kann die Stabilität des Riesenbaus gewährleistet werden. Zur Überprüfung kommt im alten Ägypten eine Technik zum Einsatz, die Dennis Stocks anhand von Inschriften ermittelt hat. Man braucht drei gleich lange Holzstäbe. Zwei davon sind mit einer Schnur verbunden. Mit dem dritten kann man dann prüfen, ob die Oberfläche wirklich eben ist. Hier passt es. Und auf dieser Seite? And let's check this side. Oh yes, very nice. Simpel, aber erstaunlich präzise. Die Quader für den Bau der Pyramide mussten jedoch nicht nur eben sein, sondern auch exakt im rechten Winkel zusammengefügt. Hierfür nutzten die Baumeister der Pharaonen hölzerne Instrumente mit einem sogenannten Schnurlot. F-förmig für die senkrechte, A-förmig für die waagerechte. Hängt das Lot genau vor der Markierung, dann liegt der Block gerade. Das größte Rätsel der Pyramidenbauer aber bleibt der Transport der tonnenschweren Quader. Auf der Suche nach Antworten fahren wir ins Museum von Kairo. Hier ist eine Art Schlitten aus Holz ausgestellt, mit dem man Lasten von mehreren Tonnen über den Sand ziehen konnte. Sechs starke Männer konnten ihn ziehen, auf flachem Grund. Je weiter der Bau voranschreitet, umso höher müssen die Quader gesetzt werden. Vermutlich geschieht das über eigens aufgeschüttete, riesige Rampen. Diese Rampen durften nicht mehr als 7 Grad Gefälle haben. Wir konnten nachweisen, dass die Schlitten sonst von selbst hinabgerutscht wären. Mit dem Anwachsen der Pyramide muss die Rampe also immer länger werden. Ein kilometerlanger Weg bis zur Spitze. Manche Forscher glauben, die Rampe sei nicht gerade, sondern um die Pyramide herum angelegt worden. Dagegen spricht allerdings, dass die Ecken der Rampe für einen tonnenschweren Schlitten kaum zu meistern gewesen wären. Dennis Stocks hält deshalb eine dritte Variante für die wahrscheinlichste. Ich glaube, dass die Rampe am Anfang gerade nach oben führte, weil man viele Steinblöcke transportieren musste. Auf dem letzten Drittel wurden es aber immer weniger Steine. Das heißt, hier wäre eine Rampe um die Pyramide herum sinnvoll gewesen. 20 Jahre lang türmen die Arbeiter des Cheops das größte Grabmal der Geschichte auf. Am Ende umhüllen sie die Pyramide mit einer Außenhülle aus weißem Kalkstein, deren Reste sich bis heute in den Mauern der Gebäude von Kairo finden. So hat sie einst ausgesehen, die große Pyramide, gedacht als Ruhestätte für die Ewigkeit. Für den Pharao selbst war sie das nicht. Die Mumie ist von Grabräubern gestohlen worden. Vermutlich schon im Altertum.
Das nächste der sieben Weltwunder war für die alte Welt so etwas wie die New Yorker Freiheitsstatue für unsere Zeit. Der Koloss von Rhodos. Errichtet wenige Kilometer vor der türkischen Küste auf der Insel Rhodos in der Blütezeit des klassischen Griechenlands. Damals war Rhodos einer der vielen Kleinstaaten, die sich im sogenannten Attischen Seebund zusammengeschlossen hatten. Vom damals weltberühmten Standbild im Hafen gibt es heute keine Überreste mehr. Doch es gibt verlässliche Quellen, die wohl keiner so gut kennt wie der Archäologe Manolis Stefanakis. Wir fragen ihn, von wem und warum der Koloss überhaupt gebaut wurde. Es war ein Bildhauer von hier mit dem Namen Chares. Und der Grund war, die erfolgreiche Verteidigung der Insel gegen ein makedonisches Heer zu feiern. Das Siegesdenkmal von Rhodos soll den Sonnengott darstellen, Helios, den Schutzpatron der Insel, der auf zahlreichen Fundstücken aus jener Zeit abgebildet ist. Nur soll das neue Denkmal viel größer werden als alle anderen Denkmäler im antiken Griechenland. Das innere Gerüst wird aus Eisen montiert, die am Fuß der Statue mit Steinen beschwert werden. Diese Form der Statik erlaubt erste Rückschlüsse auf die Haltung des Standbilds. In welcher Pose stand der Koloss? In einer der Darstellungen sehen wir Helios mit der einen Hand winken und die andere hält seinen Umhang. Aber winken bringt Probleme für die Statik. Um das Gewicht des Arms zu halten, hätte man darunter eine Stütze bauen müssen. Das hätte bestimmt hässlich ausgesehen. Nein, das sieht nicht gut aus. Den winkenden Arm können wir wohl ausschließen. Keine Probleme mit der Statik gäbe es, wenn die Hand des Helios an seiner Stirn ruhen würde. Welche Funktion hatte denn der Umhang? Ein drittes Bein, also mehr Stabilität. Ein weit verbreiteter Trick bei den Bildhauern des Altertums. Mit hoher Wahrscheinlichkeit auch angewandt, um den Koloss von Rhodos stabiler zu machen. Für die äußere Hülle gießen Schmiede die einzelnen Körperteile der Statue aus Bronze. 12 Jahre dauert es, bis der Koloss endlich fertig ist. Etwa 20 Tonnen Kupfer und Zinn, so verzeichnen die Quellen, werden dabei verbaut. Über die Technik und das Material für den Koloss von Rhodos gibt es also durchaus belastbare Informationen. Was jetzt noch fehlt, ist der genaue Standort der Riesenstatue. Spätere Darstellungen wie dieser Stich aus dem 16. Jahrhundert zeigen den Koloss mit gespreizten Beinen, durch die die Schiffe in den Hafen gelangen. Ein reines Fantasieprodukt, da ist sich die Forschung sicher. Denn während des Baus eines solchen breitbeinigen Standbilds hätte man den Hafen schließen müssen. Wie muss man sich diesen Hafen in der Antike vorstellen? Dies war der Militärhafen von Rhodos. Für den Bau der Statue hätte man ihn sperren müssen, den damals wichtigsten Hafen der Insel. Und das für 12 Jahre. Rhodos ist nach dem Sieg über die Mazedonier 303 vor Christus weiter militärisch bedroht. Eine jahrelange Schließung des Militärhafens für den Bau eines Standbilds hätte die Verteidigung der Insel entscheidend geschwächt. Wie wahrscheinlich ist es, dass der Koloss wirklich hier an der Hafeneinfahrt stand? Nicht sehr wahrscheinlich. Eine solche Statue in einem Militärhafen macht überhaupt wenig Sinn. Wir haben hier keine archäologischen Spuren gefunden und ich hätte den Koloss hier auch nicht gebaut. Ich hätte ihn eher auf dem höher gelegenen Festland errichtet, damit man ihn auch wirklich schon von Weitem sehen kann. Große Statuen werden überall auf der Welt bevorzugt auf höher gelegenen Bauplätzen errichtet. War das auch im alten Rhodos so? An exponierter Stelle in der Altstadt thront heute ein Palast aus dem Mittelalter. Vor 2300 Jahren stand hier der Tempel des Helios.
Ein idealer Ort auch für ein großes Helios-Standbild? Wir stehen hier am höchsten Punkt der Altstadt und blicken auf die drei Häfen. Ja, wenn der Koloss hier stand, konnte er auf die beiden Handelshäfen blicken. Und wenn wir hier rübergehen, sehen wir auch den Militärhafen. Außerdem wissen wir, dass er später beim Beben von 226 auf Wohnhäuser fiel. Und dieses Gebiet hier war schon damals dicht besiedelt. Manolis Stefanakis und seine Kollegen haben alle vorhandenen Quellen ausgewertet und sind sich ziemlich sicher. Wir glauben, dass der Koloss genau hier, an diesem Punkt stand. Der Koloss von Rhodos. Ein Kriegerdenkmal, das die Unabhängigkeit einer stolzen Insel symbolisieren soll. Das Denkmal stürzt nach nur 66 Jahren bei einem Erdbeben ein. Die Unabhängigkeit von Rhodos aber währt noch volle 3 Jahrhunderte. Bis die Römer kommen. Das nächste der 7 Weltwunder erhob sich nur knapp 100 Kilometer von Rhodos entfernt. Unter den Mauern des türkischen Städtchens Bodrum liegen die Ruinen der antiken Metropole Halikarnassos. Hier herrscht im 4. Jahrhundert vor Christus ein gewisser König Mausolos, dessen Name bis heute weiterlebt in der Bezeichnung für monumentale Grabbauten. Mausolos heiratet seine eigene Schwester, Artemisia. Sie ist es, die das erste aller Mausoleen in Auftrag gegeben haben soll für den eigenen Gatten und Bruder. Mit Professor Julian Bennett wollen wir vor Ort mehr erfahren. Über die Geschichte von König Mausolos und das Weltwunder, das zu seinen Ehren errichtet wurde. Warum wurde dieses große Mausoleum gebaut? Gute Frage, denn wir wissen es nicht genau. Mausolos erhob hohe Steuern und war deshalb wohl ein sehr reicher König. Vielleicht ging es beim Mausoleum wirklich nur darum, diesen Reichtum zu zeigen, damit anzugeben. Anders als beim Koloss von Rhodos sind von diesem Weltwunder wenigstens noch Fundamente übrig, wiederentdeckt im 19. Jahrhundert. Die Maße der Gesamtanlage decken sich mit den Angaben des römischen Chronisten Plinius. 100 mal 250 Meter, dreimal größer als ein Fußballfeld. Wie bei den ägyptischen Pyramiden stand auch beim Mausoleum von Halikarnassos die Abwehr von Grabräubern ganz oben bei der Bauplanung. Der Zugang zur Grabkammer war versperrt mit einem massiven Felsblock. Das ist der Verschlussstein. Er passt genau hier rein. Die flache Seite des Blocks lag an diesem Stein. Und diese kleine Kante passt genau zu dieser hier vorne. Hier einzubrechen war wohl unmöglich, oder? Ja. Aber das hielt die Menschen nicht davon ab, es zu versuchen. Hier unten kann man sehen, wie jemand eine Kerbe in den Boden getrieben hat, um unter den Stein zu kommen. Auch am Stein selbst sind solche Kerben. Aber es war unmöglich, ihn zu bewegen. Heute können wir uns daran vorbeiquetschen. Und das hier ist die Grabkammer. Im Herzen des Tempels liegt die Grabkammer, in der neben König Mausolos auch seine Schwester und Gemahlin Artemisia bestattet wird. Dank der archäologischen Funde und der Beschreibung des Plinius kann der Aufbau des Mausoleums heute präzise rekonstruiert werden. Das hier ist das antike Fundament und darauf stand der Sockel des Mausoleums. Wie ein gigantischer Hochzeitskuchen. Auf dem mit Marmor verkleideten Sockel ruhen 36 ionische Säulen, die das pyramidenförmige Dach des Gebäudes tragen. An den Außenseiten werden kunstvolle Reliefs und Statuen angebracht. Das hier sind Kopien zweier Statuen vom Mausoleum. Viele glauben, sie stellen König Mausolos selbst dar mit seiner Gemahlin Artemisia. Und solche Statuen gab es wirklich auf jeder Seite? Ja, wir nehmen sogar an, dass Statuen auf 3 Etagen übereinander standen. Einmal auf dem Sockel und dann nochmal in 2 Reihen darüber.
Mindestens 400 solcher überlebensgroßer Statuen werden für das Mausoleum von Halikarnassos angefertigt. Für die Zeitgenossen stand das Grabmal schon deshalb zu Recht auf der Liste der 7 Weltwunder. Dieser Streitwagen hier war vierspännig und komplett aus Marmor gefertigt. Leider wissen wir bis heute nicht, ob jemand auf dem Wagen stand. Und wenn ja, wer? Im Laufe der Zeit wird auch das erste aller Mausoleen von Erdbeben beschädigt und dann als Steinbruch missbraucht. Doch die Quellen erlauben immerhin die zuverlässige Rekonstruktion dieses Grabmals eines vermutlich etwas geltungssüchtigen Königs. Das nächste der antiken Weltwunder ist für einen Gott erbaut, der nur mit dem Heben seiner Augenbraue die Welt regiert. Es geht um Zeus und um seine legendäre Statue im alten Olympia. Das einzige der 7 Weltwunder auf dem griechischen Festland. Olympia. In der Antike alle 4 Jahre Austragungsort Olympischer Spiele. Damals wie heute für Sportler der Höhepunkt ihres Lebens. Wir treffen die Archäologin Judy Barringer, die mit uns dem Mythos des Zeus-Tempels auf den Grund gehen will. Schon im Altertum geht es bei Olympia auch um die nationale Ehre der einzelnen Stadtstaaten und um die wirtschaftliche Zukunft der Athleten. Olympiasieger werden oft reich belohnt. Doch anders als heute geht es damals auch um Religion. Die Spiele waren nicht nur ein sportlicher Wettkampf. Sie wurden zu Ehren des Göttervaters Zeus ausgetragen. Das hier ist also keine einfache Spielstätte, sondern ein religiöses Heiligtum. Der Zeus-Tempel von Olympia hat eine vergleichsweise lange Lebensdauer. Erbaut im 5. Jahrhundert vor Christus, wird er erst ein Jahrtausend später zerstört. Von einem Erdbeben. Säulenreste und Fundamente lassen die Größe des Tempels erkennen, die den Angaben des griechischen Chronisten Pausanias verblüffend genau entspricht. 64 Meter lang, 28 Meter breit und 18 Meter hoch. Die eigentliche Attraktion aber befindet sich im Inneren. Die Statue des Zeus. Die Säulen waren etwa so hoch wie 2 Stockwerke. Und genau hier stand die große Zeus-Statue. Deswegen sind wir hier? Genau. Das ist das Weltwunder. Der Tempel wurde nur für die Statue gebaut. Das Aussehen der Statue ist für die Forschung allerdings ein kniffliger Fall. Bei Pausanias heißt es: Zeus sitzt auf einem Thron aus Gold und Elfenbein und ein Kranz liegt auf seinem Haupt. Strabon fügt hinzu: Würde Zeus sich erheben, würde er das Dach des Tempels zum Einsturz bringen. Die Quellen nennen auch den Schöpfer der Statue, den Bildhauer Phidias. Er gilt als der bekannteste griechische Künstler der Antike. Eine Schale liefert den Beweis auf den Entstehungsort der Statue. Am Boden ist der Name Phidias eingraviert. Ihr Fundort liegt nur wenige Meter neben dem Tempel, in einer großen Werkstatt, einer Art Fabrik für Skulpturen. Einige Stücke aus der Werkstatt sind erhalten, Glanzstücke der antiken Bildhauerkunst. Die Statue des Zeus fertigt Phidias nicht aus Stein, sondern aus Elfenbein. Umhang und Sandalen werden mit Gold überzogen. Fundstücke aus der Werkstatt. Gussformen für den goldenen Umhang. Späne aus Elfenbein. Ich wüsste gern, wie das Elfenbein verarbeitet wurde. Wie kann man große Platten aus Elfenbein herstellen?
Man muss es abschälen, ähnlich wie beim Spitzen eines Bleistifts. Elfenbein ist aber doch sehr hart. Man nimmt an, dass die Griechen das Elfenbein in Essig einlegten, um es formbar zu machen. Und wenn es weich war, konnte man es in eine Form passen. Genau. Wenn das Elfenbein wieder trocken war, hatte es die Form der Vorlage. Experten schätzen, dass viele Dutzend Stoßzähne verarbeitet werden mussten. Vielleicht sogar mehrere hundert. Und was hielt dieses Flickwerk am Ende zusammen? Wir wissen von früheren Arbeiten des Phidias, wie der Statue der Athene im Parthenon, dass die Haut aus Elfenbein auf ein Gerüst aus Holz oder Metall montiert wurde. Diese Technik hat er wahrscheinlich auch bei der Zeus-Statue angewandt. Nach seiner Fertigstellung wird Gottvater Zeus zur Hauptattraktion des Tempelbezirks von Olympia. Wer den Tempel nicht gesehen habe, so heißt es im alten Griechenland, dessen Leben bleibe für immer unglücklich. Wo all das Gold und das Elfenbein geblieben sind, ist bis heute eine offene Frage. Vielleicht raubten es Truppen aus Byzanz. Unser nächster Fall ist architektonisch das mit Abstand gewagteste aller sieben Weltwunder. Der Tempel der Artemis in Ephesos. An der Westküste der heutigen Türkei liegen die Ruinen einer der größten Städte des Altertums. Mitten in einer aktiven Erdbebenzone und in einem Sumpfgebiet. Ausgerechnet hier soll der größte Artemis-Tempel der gesamten griechischen Welt errichtet werden. Artemis, die Göttin der Fruchtbarkeit, dargestellt mit einer Vielzahl von Brüsten oder nach anderer Deutung von Stierhoden. Wieder können wir nur indirekt rekonstruieren, wie der Tempel dieser archaischen Gottheit wirklich ausgesehen hat. Das ist die bekannteste Zeichnung des Tempels. Sie stammt von Maarten van Heemskerk, einem Maler aus der Renaissance, der stark von der Architektur seiner Zeit beeinflusst war. Der Tempel sieht aus wie eine italienische Kirche. Ich will herausfinden, wie er wirklich ausgesehen hat und ob er sogar noch größer war als auf diesem Bild. Die Geschichte von Ephesos ist eng verknüpft mit den großen Figuren des Altertums, von Alexander dem Großen bis hin zum Apostel Paulus. Welche Bedeutung hat der Tempel für die Stadt Ephesos? Der Schrein der Artemis bestand schon lange vor der Stadt. Mit der Zeit kamen dann immer mehr Pilger hierher und so wuchsen auch die Siedlungen um den Tempel herum. Ephesos ist in seiner Frühzeit vor allem ein Wallfahrtsort, der davon lebt, frommen Pilgern Unterkunft und Nahrung zu bieten. Doch dann fällt das damals schon Jahrhunderte alte Heiligtum der Artemis einem Brand zum Opfer. Die Epheser bangen um ihre Haupteinnahmequelle und beginnen mit dem Bau eines neuen Tempels, der natürlich größer und prachtvoller sein soll als der alte. Noch immer lebt die Region von der Faszination des alten Artemis-Kults. Die vielbrüstige Göttin kann heute jeder Tourist mit nach Hause nehmen. Doch was ist noch übrig vom Superbau aus dem 4. Jahrhundert vor Christus, vom großen Tempel der Artemis, vom legendären Weltwunder? Hier hat er gestanden? Genau hier war der Tempel der Artemis. Das größte Wunder ist, dass man die massigen Querbalken überhaupt auf die Säulen zu heben vermochte. So schreibt der römische Historiker Plinius. Hohes Gewicht auf sumpfigem Bauland. Eine Herausforderung, an der die Baumeister beinahe gescheitert wären. Das eigentliche Wunder am Tempel der Artemis war das Fundament.
Das ist die Grundmauer. Richtig, sie bestand aus Marmor. Zwischen den Steinen sehe ich gar keinen Mörtel. Ja, das sind Trockenmauern. Für die Statik so großer Bauten gibt es kaum Vorbilder in der alten Welt. Was hielt den Tempel zusammen? Bei den Grundmauern war es die Schwerkraft. Die Säulen hatten alle eine Klemme aus Holz in der Mitte, die sie zusammenhielt. Dieser riesige Tempel wurde nur von Holzverbindungen zusammengehalten. Hier kann man es sehen. Eine trapezartige Vertiefung auf jeder Seite, in das Arbeiter ein Holzstück einschlugen. Man hat hier tatsächlich noch nicht mit Metall, sondern mit Holz gearbeitet. Doch wie kann der sumpfige Untergrund ein Gebäude tragen, das viele tausend Tonnen wiegt? Nur mit ungewöhnlichen Materialien und einer Technik, die zum ersten Mal überhaupt zur Anwendung kommt. Der Tempel wurde auf einer dicken Schicht aus Kohle und Wolle errichtet, um den Boden stabiler zu machen. Ein breites Fundament soll das Gewicht des Tempels verteilen und das Einsinken der Grundmauern verhindern. Erst nach 120 Jahren und einer ganzen Reihe von Fehlschlägen sind alle statischen Probleme im Griff und der neue Tempel der Artemis fertig. Der Bau erweist sich als stabil. Mehr als 500 Jahre lang lockt er Besucher nach Ephesos und übersteht sogar einige mittelschwere Erdbeben. Erst der Einmarsch der Goten 268 nach Christus setzt der Geschichte dieses Weltwunders ein gewaltsames Ende. Die Trümmer dienen als Baumaterial für Wohnhäuser. Das nächste Weltwunder der Antike führt uns wieder nach Ägypten, an einen Knotenpunkt uralter Handelswege. Heute wie damals liegt hier Ägyptens Tor zur Welt. In der Stadt Alexanders des Großen. Unter den sieben Weltwundern ist dieses das einzige ohne religiöse Bedeutung, dafür mit hohem praktischen Nutzen. Der Leuchtturm von Alexandria. Jahrhundertelang fasziniert er Besucher aus allen Kulturen. Ein arabischer Schriftsteller schreibt noch 1217: Zu den größten der Wunder, die wir selbst gesehen haben, gehört der Leuchtturm, den Allah gegründet hat als Führung für die Reisenden. Der Erbauer ist einer der letzten Pharaonen. Nicht Allah, aber die Begeisterung für den großen Leuchtturm eint alle Chronisten. Einer berichtet gar, man habe das Licht des Turms noch an den Küsten Griechenlands gesehen. Klingt beeindruckend, ist aber physikalisch unmöglich. Was also ist Legende und was wahr? Wir machen uns auf den Weg zum Turm von Abusir, 40 Kilometer westlich von Alexandria. Der Steinbau hat verblüffende Ähnlichkeit mit antiken Abbildungen des Leuchtturms von Alexandria. Er passt genau zu den Beschreibungen, die wir haben. Ein viereckiger Sockel, ein etwas schmalerer Mittelteil mit acht Ecken und ganz oben die charakteristische zylinderförmige Spitze. Forscher glauben, dass es sich um eine etwas schlichte Kopie des Weltwunders handelt. Das Original in Alexandria war nur aus weißem Marmor und mindestens viermal höher. Im Hafen der 4-Millionen-Stadt fehlt heute jede Spur von dem antiken Superbau, der Seefahrern den Weg wies und vom sagenhaften Reichtum der Stadt künden sollte. Nach der Überlieferung befand sich der Leuchtturm auf der vorgelagerten Insel Pharos. Das Problem ist nur, vor Alexandria gibt es heute keine Insel mehr. In der Antike allerdings war der heutige Nordwesten der Stadt nur durch einen schmalen, künstlich angelegten Damm zu erreichen. Er verband das Festland mit der Insel Pharos.
An ihrer östlichen Spitze steht heute eine Festung aus dem 15. Jahrhundert. Ungefähr hier, vermuten Archäologen, ragte einst das 7. Weltwunder in den Himmel über Ägypten. Archäologen suchen seit langem unter Wasser nach Spuren des Turms und sind fündig geworden. Wir haben bei unseren Tauchgängen sehr viele verdächtige antike Trümmerteile gefunden, und zwar genau hier vor der Küste. Auf einer Fläche von 1,5 Hektar waren es über 3000 antike Steine, und dort liegen noch viel mehr. Tatsächlich ist der Meeresboden vor Pharos übersät mit Fragmenten von Säulen und massiven Mauerteilen. Ob sie zum Leuchtturm gehörten oder zur antiken Hafenanlage, ist ungewiss. Wir haben auch Granitblöcke gefunden, die zu einem sehr großen Gebäude gehört haben müssen. Blöcke mit einer Länge von 11 Metern und einem Gewicht von 70 Tonnen. Der Fund von Granitblöcken irritiert die Forscher. Antike Autoren schreiben, der Leuchtturm sei aus reinstem Marmor errichtet worden. Andererseits passen Alter, Lage und Größe der Trümmer genau zu dem, was die Quellen berichten. In zwei Punkten sind sich die Forscher einig. Das Weltwunder von Alexandria stand genau hier und es sah etwa so aus, wie es unsere Grafik darstellt. Mehr als 100 Meter hoch. Viereckige Basis mit zwei weiteren Stockwerken. Ob in der Turmspitze wirklich ein Feuer brannte, darüber streiten die Experten. Die Quellen sagen dazu nichts. Was hätte man verbrennen sollen? In Ägypten gibt es kaum Bäume. Ein kontinuierliches Feuer im Turm wäre sehr teuer gewesen. Ein Leuchtturm ohne Licht? Fakt ist, dass antike Seefahrer in der Nacht fast immer die Anker werfen und bis zum Morgen ruhen. War ein Feuer im Leuchtturm deshalb überflüssig? Auch wenn es kein Feuer gab, der Leuchtturm bestand aus weißem Marmor, der in der Sonne hell strahlte. 15 Jahrhunderte überdauert der Leuchtturm von Alexandria die Zeiten, bis auch dieses Weltwunder von einem Erdbeben zerstört wird. Im Jahr 1303 nach Christus. Die sieben Weltwunder. Superbauten der antiken Welt, die alle ihren Preis hatten. Manche haben Bauherren ruiniert, andere das Leben ungezählter Arbeiter gefordert. Doch was bleibt, ist die Erinnerung an Pracht und Größe dieser Bauwerke. Und das Staunen darüber, zu welchen Leistungen die Menschen schon im Altertum fähig sind.